als Mittel und Methoden kommen in Frage: Ohrspülung, Ohrenreiniger, Ohrentropfen, Ohrenspray, Ohrenkerzen. Auch Hausmittel wie hochwertige und fettlösende Öle, etwa Walnussöl oder Mandelöl, sollen eine Möglichkeit sein, das Fett im Ohr mit kurzer Einwirkzeit, ca. 5 Minuten, zu lösen und dann alles mit warmem Wasser herauszuspülen. Dazu eignet sich am besten eine Ballspritze. Allerdings besteht das Risiko, dass Reste des Öls im Ohr verbleiben, wenn nicht sauber ausgespült und trocken getupft wird. Du kannst auch einige Tropfen Olivenöl verwenden, diesem solltest du aber im Mischungsverhältnis 1:1 Zitronensaft hinzufügen, das erhöht die Fettlöslichkeit. Ohrenreinigung. Vorsicht ist geboten. 1. Für die Reinigung des Ohres von Ohrenschmalz gibt es unterschiedliche Methoden. Grundsätzlich ist aber anzumerken, dass das Innenohr ein äußerst sensibler Bereich ist und du da auch viel durcheinanderbringen und kaputt machen kannst. Wenn du dich als selbst nicht rantraust, geh zum Haus- oder Ohrenarzt und lasse eine professionelle Ohrreinigung vornehmen. Zwei viele HNO-Ärzte nutzen ihn, du kannst ihn aber auch zu Hause anwenden, wenn du dich traust, den Ohrenreiniger. Er sieht aus wie eine lange Nadel und hat am Ende eine Schlaufe, die den Ohrenschmalz aus deinem Ohr heraus befördern soll. Du kannst mit dem Ohrenreiniger allerdings nicht dein eigenes Ohr reinigen, das muss jemand anders, beispielsweise dein Partner, tun. Vorher sollten allerdings das Gerät desinfiziert und der Ohrenschmalz mit Ohrenspray oder Ohrentropfen voreingeweicht werden. Filmclips, wie du das löst, findest du im Internet. 3. Du solltest deine Ohren nicht öfter als einmal die Woche reinigen, lieber noch weniger. Kiss for you.